Es ist ein Wahnsinn, Leute. Ich hab sie. Eine von 10 Stück gibt's da nämlich nur von den Stoner Stations. Ich zeige euch jetzt, was da drin ist. Ich freue mich wirklich, die Stoner Quelle hat mir das zugeschickt. Und ich soll euch das mal vorführen, weil es da 10 Stück eigentlich nur von gibt. 8 Stück sind jetzt noch da. Und die sind übrigens, ich zeige euch das, die sind übrigens auch eingraviert, was für eine Stückzahl das ist. Ich denke, das ist ein ganz hübsches Teil. Ja, die Stoner Station, was macht man damit oder was ist dabei? Ein Kabel ist dabei. Das ist Mini-USB, glaube ich. Dann ist dabei ein S für Stoner-Quelle. Dann ist dabei eine Halterung fürs Handy. Wie das gemacht wird, zeige ich euch gleich noch. Dann ist dabei noch ein schönes Holzstück, was auch interessant wird. Und dann ist dabei eine Box. Da sind Magneten dran und das ist sogar so gemacht, dass es luftdicht verpackt wird, also es auch nicht rausriecht. Finde ich super gemacht. Okay, was kann die Stoner Station? In der Box habt ihr natürlich verschiedene Möglichkeiten, eure Utensilien aufzubewahren, wie Filter, Grinder, Extrakte oder wie auch immer, oder Hasenküttel, was da so drin ist halt. Ja, dann baut man die schnell wieder zusammen. Jetzt habt ihr eure Station also aufgebaut und ihr könnt hier hinter übrigens noch zum Beispiel einen Ball verstecken, dass das keiner sieht. Hier habt ihr so vielleicht eure, wer es noch raucht, Zigaretten oder Tabak liegen. In dem Moment sind es Filter. Man kann aber auch seine Utensilien einfach hier aufbewahren. Grinder, Papers und alles, was da so drauf passt. Naja, und zusätzlich natürlich, Feuerzeug nicht vergessen, für die Leute, die gleichzeitig auch noch ihr Handy laden wollen und vielleicht Influencer sind, da ist das ganz toll, weil man kann das hier einfach so dran machen und dann wird das Handy geladen, wie ihr seht. Das heißt, ihr könnt jetzt also beim Drehen, könnt ihr also euch aufnehmen. Das heißt, ihr könnt jetzt gemütlich hier einen drehen und mit euren Leuten sprechen bzw. telefonieren oder wie auch immer. Also viel Spaß damit. Schaut auf die stonerquelle.com.